Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Im letzten Part waren wir ganz oben auf dem Himalaya Berg und jetzt wollten wir zu den Champs Sovich gehen, um nach Antigua irgendwie zu gelangen, denn wir brauchen irgendein flugfähiges Gerät, um ja zur Festung des Bösen zu gelangen, die irgendwo im Himmel schwebt. Und nun ja, wir haben im letzten Part auch Bodo wieder zurück ins Team gekriegt. Und haben sozusagen auch neuen Koop und neue Angriffe gelernt. Müsst ihr unbedingt reingucken, war sehr episch der Angriff. Ich weiß nicht, ob wir ihn denn irgendwann nochmal ausführen können. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Champs Sovich. Keine Ahnung, wie man diesen Ort ausspricht. Denn man kommt jetzt auch woanders hin. Irgendwie ist der Boden. Wollte gerade sagen, irgendwie der Boden nicht richtig. Da geht's dann nur nach Mandala. Und da wollen wir nicht hin. Aber wir können mal zur Akademie nochmal vorbeischauen. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, das können wir mal machen. Hier hoch. Warum nicht runterfallen? Dann müssen wir eh nochmal hier überall mal nochmal die ganzen Orte abklappern. Ein verzauberter Stein. Sehr schön. Wir müssen eh nochmal die ganzen Orte abklappern. Weil damit wir sie per Teleportationspunkt auch locker wieder erreichen können. Aber dann machen wir das doch hier auch jetzt, ne? Wenn wir schon hier sind. So. Academy de la Medallies. Ich hoffe, der Ort ist noch heil. Und der fette König ist noch da. Weil sonst haben wir ja ein Problem, ne? Wir müssen ja Mini-Medaillen sammeln. So, einmal hier lang. Mal sehen, ob die Universität noch steht. Und wie es aussieht, steht die noch. Und anscheinend ist hier auch nichts Böses passiert. Konnte ich hier vorher im Brunnen rein? War der Brunnen hier auch schon mal offen? War das letzte Mal auch offen? Bin mir gerade nicht sicher. Ach ja, 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 hier war ja der Schleim. Die Hütte des Schleims. So, auf zum Dude. Achso, das sind diese Kreideeimer, womit sie das hier hingemalt haben. Deine Mission kümmere ich mich später, keine Sorge. Keine Sorge, du. Die ist ja immer noch schwer verliebt, ne? Und wir müssen ihr das eigentlich... Eigentlich müssen wir dieses Buch, dieses Heft besorgen, was eigentlich aushängt. Alter, was wollen die alle für Mission? Darf ich erstmal hier den Scheiß abgeben? So. Weil die Faltenklinge nehme ich gerne noch mit. Umsonst. Ja. Komm, geh einfach her. Wird eh nicht voll. Sehr knapp. Und gut. Dann verlassen wir auch diesen Ort wieder. So, dann müssen wir am Mandala vorbei. Ich guck mal kurz bei der Karte. Oder müssen wir durch den Horrorhaus? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Wir sind hier unten. Ich glaube, Antigua war weiter nördlich, ne? Der Horrorhaus? Nee. Muss da unten sein, ne? Unten, vor unten. Beim Mandala. Mandala Westen. Mandala Osten. Die andere Seite, ja. Nee. Die andere Seite Eingang. Dorniger Korridor.
Verfluchte Urne. Verfluchte Hütte. Oben. Keine Ahnung, Mann. Haben wir überhaupt noch ein Schiff? War eigentlich nach Antiqua, ne? Und ich glaube, dafür bräuchte ich mir das Schiff. Nun denn. Hier können wir gleich bei der Kreuzung an. Vielleicht steht unser Schiff ja noch bereit. Das wäre äußerst nett. Fred? Nee. Na gut, auf nach Mandala. Mal gucken, wie es hier aussieht. Oh, ich kann hier nicht lang, während ich auf dem Pferd bin. Was ist das für eine Scheiße? Komm, das ist doch Scheiße. Was ist denn da? Was geht denn da ab? Dieser Mann ist in Gefahr. Wir müssen ihn zur Hilfe eilen. Unterstehe ich, Herzchen, oder willst du, dass ich dir die Krallen ziehe? Sag jetzt nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Hier! Ach, Ronaldo, du warst fabelhaft, so stürmisch. Stürmisch wäre nur untertrieben, du warst richtig wild. Ist das möglich? Ist das wirklich, wirklich möglich? Wirklich, wirklich, wirklich? Ja, ich glaube, es ist wirklich wahr. Mein Lieber, es ist einfach wunderbar, dich zu sehen. Ach, ich dachte schon, ich hätte dich für immer verloren. Ihr beiden kennt euch? Und was genau machst du? Ach komm schon, ist das nicht offensichtlich? Wir kämpfen eine Schlacht epischen Ausmaßes, um der Welt etwas zu schenken, was sie verloren hat. Ihr lächeln. So ist es, meine Lieben. Wir sind auf einer Mission, Sonnenschein und Frohsinn, jeden Winkel dieser tristen Welt zu ertragen. Meine kleine Parade hat eine ganze Schar an Kriegern des Kuriosen aufgenommen. Sind sie nicht reizend? Doch, genug davon. Es ist unglaublich, dass du überlebt hast. Ein wahres Wunder. Ich dachte, ich würde dich niemals wiedersehen. Entschuldigung. Ach, mein teuerster, verzeih mir. Ich hatte euch ganz vergessen. Geht es euch gut? Ihr seid doch nicht verletzt, oder? Nein, nein, mir geht's gut, dank euch. Ihr seid stärker, als ihr aussieht. Ich bin Pa. Ich komme aus Mandalan Süden und ohne eure Hilfe würde ich nicht dorthin zurückkehren. Vielen Dank. Ach, ihr seid auf dem Heimweg. Dann begleiten wir euch besser. Wir wollen doch nicht, dass ihr noch angegriffen werdet, oder? Hört zu, mein Lieber. Du und ich, wir haben viel zu besprechen. Warum schließt du dich nicht ein Weilchen der Parade an, hm? Komm schon, du weißt, dass du es willst. Ja, ist okay. Jo, ich bin so aufgeregt. So, bald machst du deinen ersten Schritt als Soldat der Spezialheiterkeit. Hier, zieh das an. Was? Anziehen? Muss das sein? Ach, du siehst noch hinreißend aus, Alter, warte, ich bin ja so stolz. Also Jungs, dann heißen wir unseren neuen Rekruten herzlich willkommen. Er ist schließlich mein guter alter Freund. Ich glaube, ich will nicht. Geh voran, mein Lieber, und schau bloß nicht finster rein. Du führst schließlich die Weltbestparade der Fröhlichkeit an. Dann mal los, ziehen wir der Welt die Mundwinkel hoch und Abmarsch! Shit, Alter, was habe ich da... Wieso habe ich ja gesagt? Also dann, Bewegung, Leute, Mandala willkommen. Oh, und sollten wir aus irgendeinem Grund getrennt werden, dann treffen wir uns hier wieder. In Ordnung, Schätzchen? Dafür, dass du Rionaldos Parade der Heiterkeit angeführt hast und aufbrichst, um Freunde in die Welt zu bringen. Ja, ernsthaft jetzt? Wir kommen schnell weg. Es kommt.
Ist doch nicht, ist das euer Ernst? Das ist euer Ernst, ne? Ich fühle mich ja so ein bisschen schrecklich gerade, ne? Oh, warum ist das so langsam? Ich will diese Kleidung wieder ausziehen. Jetzt komm. Oh, ist es noch weit? Oh, wir sind bald da, Gott sei Dank. Zum Glück. Oh. Das ist kein Lächeln mehr. Was in meinen Mundwinkeln ist, das ist eher der Zorn, der sich nach unten zieht. Und wenn dann ist, oder wenn dann ist das ein wütendes Lächeln. Gott, diese Kleidung, die ist ja echt schrecklich. Ich schäme mich so ein bisschen fremd gerade, ne? Also sowas kann ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Aber es frischt halt auch Let's Play auf. Komm. Kann das mal bitte... Ich möchte am liebsten, dass es jetzt sofort aufhört, ne? Der Held ist nicht da um der Rüstung. Ich hätte Nein sagen sollen. Sonst sage ich da auch immer Nein. Und ich will die bloß nicht verlieren. Da starten sie wieder da hinten irgendwo. Komm, Monster, tötet uns. Bringt uns um. Oh, ein Krachillis hier draußen. Hier bin ich. Töte mich. Bring mich um. Das werden wir begleiten, ne? Steig ab! Ernsthaft? Hier lang! Was ist los mit euch? Ich verstehe nicht. Oh nein. Weil war das jetzt ganz so wie jetzt umsonst oder wie? Oh, so will ich. So soll ich hier reinlaufen? So soll ich hier. Und schon sind wir am Ziel in der wunderschönen, lebhaften Touristenstadt Mandala. Och, nicht auch noch hier. Ach, die ganze Welt in dieser Tage, so trostlos. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich muss jetzt gehen. Ich frage mich, warum er sich überhaupt so weit von zu Hause entfernt hat, ob es wohl mit dem Grund für die Stille in der Stadt zusammenhängt. Hier ist Rios Detektivbüro gefragt. Überlass das nur mir. Agent des Glücks, Legionäre des Lächelns, zieht los, um Feierlaune zu verbreiten und findet heraus, was hier vor sich geht. An die Arbeit! Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass Rionaldo und ich uns von irgendwoher kennen? Okay. Verschollene Brüder. Pass auf. Das ist echt eine Kleidung, warte mal. Alter, und
die ist auch noch natürlich noch besser als meine Kleidung, die ich habe. Aber nur um einen Abwehr. Gut, schnell weg damit. Nur um eine Abwehr. Hallo. Die Bewohner des Dorfes sind sehr verängstigt. Moi, moi, moi. Aus Asustatus. Sie, hier hat etwas Dunkles und Problematisches zugetragen. Mario, ich glaube, er hat Parts nach Hause gebracht. Irgendwo im Dorf. Wahrscheinlich ganz oben, ne? Gehen wir da mal schnell nachgucken. Weil zwischen die Level, zwischen Parts würde ich mir ein bisschen leveln. Nicht viel, nur ein bisschen. Wenn du Rio suchst, der hat Paar zurück nach Hause gebracht. Weißt du, was diesen Paar betrifft? Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass er ihn etwas beschäftigt hat, dass er gerne losgeworden wäre. Wo ist denn er? Wo sind wir zu Hause? Ja, hier nicht. Eine Mission. Ach da. Bin ich doch direkt davor. Pa, es geht dir gut, du bist nicht verletzt. Ach, was für eine Erleichterung. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Vor allem, nachdem auch der kleine Sohn, nachdem auch kleine Son verschwunden ist. Euer Junge ist verschwunden? Ach, ihr Ärmster. Wo diese selbstständige Kind hingeht, interessiert mich nicht. Bitte entschuldigt ihn, seine Frau ist kürzlich gestorben, wisst ihr? Und jetzt ist auch noch sein Sohn verschwunden. Das ist sehr schwer für ihn. Habt ihr von dem Monster namens Avaritia gehört? Kurz nachdem Yggdrasil gefallen war und in die Finsternis hereinbrach, erschien sie mit ihren teuflischen Freunden im Dorf. Wir waren vor Furcht wie gelebt und konnten nicht fliehen. Dann versammelte sie uns alle auf den Platz. Gebt mir eure Wertsachen, sagte sie. Sagt mir, was euch am wichtigsten ist und ich werde es beschützen. Die Leute hatten solche Angst, dass sie gehorchten, ohne nachzudenken. Sie übergaben ihr Gold, Ehemänner und Frauen, sogar Kinder. Doch dieses Scheuse hat uns belogen. Es beschützte die Dinge nicht, die wir ihr gaben. Nein, es nahm sie uns weg und verschwand. Nein, wie furchtbar. Weil ich eins hasse, da sind es dreckige, verkommene Lügner. Keine Sorge, mein Teuerster, wir holen eure Sachen zurück, und zwar alle. Wirklich? Aber Ritia ist sehr, sehr stark, sehr mächtig. Ha, es braucht mehr als eine gemeine Diebin, um mich aufzuhalten. Ich lasse euch nicht stehen, ihr wisst doch, wie es heißt. Ein Ritter steht zu seinem Wort. Ein Ritter, Avaritia zog mit ihrer ganzen Beute nach Süden. Sie hat dort ein Versteck, glaube ich. Da nichts mehr hinterher. Wir haben einen Bösewicht zu bestrafen. Also Henrik kommt ihm bekannt vor, weil der sagte ja, Rionaldo sagte mal, er ist ein Ritter, irgendwie. Nun denn. Dann. Gucken wir hier nochmal schnell eine Ausrüstung. Nein, nicht verkaufen. Kaufen. Wir haben eh nicht so viel, ne? Wir haben eh nicht so viel Geld. Dann gehen wir doch schnell Richtung Süden. Ja, was bleibt uns alles übrig? Avaritia. Aber dann muss ich ja... Warte mal. Jetzt ohne Scherz, ne? Aber ich glaube, das werden wir wirklich benötigen. Beim Kampf gegen sie. Auch wenn es mir peinlich ist, das zu tragen. Aber ich glaube, das werden wir wirklich benötigen. So leid es mir tut, aber gut. Es ist nur diesen Part. Ich verspreche es euch. Und sobald ich weiß, dass ich das nicht mehr benötige, ziehen wir es auch sofort wieder aus. Das Outfit finde ich furchtbar. Die Höhle am Kap. Im Süden. Naja. Avaritia. Warum muss man so scheiße hier... Ja, ich möchte jetzt erstmal hier die Avaritia noch in diesem Part machen. Oder ich gehe jetzt schnell zum Camp. Ich gehe noch schnell zum Camp. Lagerfeuer. Übernachte und speichere noch einmal. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder.
Weiter geht's. Es ist so anstrengend, so damit rumzulaufen. Aber was bleibt einem alles übrig, ne? Bleibt einem nichts anderes übrig, als so rumzulaufen. Hm. Ach ja, hoffentlich ist der Kampf da drin. Schnell fertig. Boah, eure Parade sieht lustig aus. Wo geht ihr denn hin? Hallo Kleiner, wir sind bloß auf die Jagd nach dem schrecklichen fiesen Monster, das die Menschen aus dem Dorf entführt hat. Der Vater heißt nicht zufällig Pa? Du bist also nicht entführt worden? Was machst du dann in so einem gefährlichen Ort? Der Vater sorgt sich um dich. Hm, ich bin meinem Vater egal, die Halskette meiner Mama ist für ihn das Wichtigste auf der Welt. Das hat er dem Monster gesagt. Ich dachte, er würde sagen, ich wäre ihm das Wichtigste. Das hat mich schon sehr traurig gemacht. Aber so wollte ich den Monstern folgen und Papa die Halskette zurückholen, damit er sieht, dass ich auch das wert bin. Aber dann habe ich mich so weit vom Dorf entfernt und bekam Angst, also wollte ich mich hier verstecken. Die Worte deines Vaters haben dich sicher verletzt, aber dies ist kein Ort für ein Kind. Komm, wir bringen dich zurück ins Dorf. Nein, wenn ihr das Monster jagt, komme ich mit. Ich muss die Halskette meiner Mama zurückholen. Ach, jetzt sei doch kein Spielverderber, Hendrik. Wir passen schon auf den Kleinen auf. Außerdem ist er bei uns sicherer als ganz allein hier draußen. Na gut, aber du bist für den Jungen verantwortlich. Danke, vielen Dank, ich mache mich auch nützlich, versprochen. Das Monster ist da lang, auf dem Kap gibt es eine Höhle, da versteckt es sich. Ihr habt gehört, Leute, erteilen wir dieser dreckigen Banditin eine Erektion. Monster? Banditin? Okay, auf geht's. Vor einer Überraschung. Es fehlt, wenn das Mämpfen unaufgefordert hier vorbeifahren. Aber Riti, du Bestie, du wirst alles zurückgeben, was du gestohlen hast und sämtliche Softwunder freilassen, vor auf der Stelle. Hehehe, deswegen fallt ihr erst hier, ihr Mämpfen und eure Heldenmumpipf. Wobei, ihr fallt ziemlich mutig, hierher zu kommen. Also, mal angenommen, ich gebe die Fassen zurück. Dann würde ich bestimmt mich umfunden tun. Ihr müsstet mir die Fache von verpfiffen. Was? Verstehe nicht so ganz. Wie wäre es mit euren wertvollsten Besitz? Das wäre doch angemessen, meint ihr nicht? Nein. Halt. Wenn du ein Geschäft machen willst, Unhold, dann mach es mit mir. Ich habe etwas für dich. Etwas Weiches, Warmes und Duftendes. Etwas, was du garantiert lieben wirst. Oh, was ist es? Was ist es? Klingt ja erstaunlich. Ich muss sofort sehen. Gib her. Mit Vergnügen. Ich hoffe, es bringt dir Freude. Lass mich fehlen. Aber was ist das für ein furchtbarer Gestank? Ist das Pferdemist? Du findest das etwa witzig? Ah, gefällt dir das nicht, Süße? Ich habe es nur für dich ausgesucht. Das ist ein bisschen einfach viel lässt sich nicht von einem dummen menschlichen Kapfer veralbern. Vielleicht wird dir das eine Lehre fein. Oh. Die Kurve daran hindert, Zauber zu wirken. Ihr braucht gar nicht davon klar, Winzeln. Euer Leben gehört jetzt mir und ich gebe nicht viel zurück. Amritia nähert sich. Okay. Nun ja, Quadrahieb, ne? Ich dachte nicht, dass das so groß wird. Knusper? Eieieiei. Mega-Stärkung. Du hast einen Zauber. Du kannst uns bitte einfach mal... Mega-Schwächen auf Gegner machen. Ach ja, kann ja keine Zauberwirkung, ne? Stimmt ja. Na gut, dann machen wir mal ein Perlentor. 107. Drachenhieb. Wow, hat er so gut wie gar nichts gebracht.
Kann diese Fähigkeit mittlerweile eigentlich was? Nicht schnarch, komm. Ach, Zauber kann ich ja nicht, stimmt. Ja. Machen wir das hier, das heilt uns wenigstens alle pro Runde. Ich hab's kapiert. Machen wir mal. Kasse 24, ne, aber ist egal. Hauptsache, es macht Schaden. So. Kraftvolle Parade. Machen wir mal Falkenhieb. Nur eins. Das kostet auch 24, ne? Das hat das vorher nicht gekostet. Machen wir mal Gigaschmetterer. Dein Knusper kannst du behalten. So, Bodo. Mach einen Büchsenöffner. Einfach mal so. Verfehlt. Nein, warum setze ich das nochmal ein? Dumm. Ne, der Giga-Angriff ist viel besser. Danke, Rionaldo. Mach mal einen Drachenhieb, einfach. Warum macht er so wenig Schaden, Alter? 279, sehr gut. Sehr gut. Komm, greif ihn einfach mal so an. Wieso macht er nur einen Schaden? Was ist denn los mit ihm? Machen wir Frostfontäne, das ist eine neue Fähigkeit, die wir noch gar nicht gesehen haben. Perlentor, los! Hä? Komm, greif einfach normal an, nee, egal jetzt. Du machst die ganze Zeit nur einen Schaden, warum auch immer. Alle. Außer ihm. Multi-Mittelheilung. Ja, was, bei ihm bringen wir jetzt gerade gar nichts. Knusper, schon wieder. Ah. Dass das nichts bringt. 12. Was soll die Kacke? Ist Bodo an den... Ja, nice. Jetzt schläft Bodo auch noch. Gut. Ich muss mich kurz einmal bitte eine Fähigkeit einsetzen. Und zwar... Gerechter Regen nochmal. Wir brauchen Heilung. Dringend. Und du bringst so gut wie gar nichts. Dein Gümmelschwert. Okay, ich raste also aus. Sehr guter Angriff. Oh.
Komm, Bodo, raste auch mal aus, bitte. Oh, besiegt. Sehr gut. 9000 Erfahrung und 10.000 Goldmünzen. Finde ich sehr schön. Verfick und Fugenäht. Ich wurde befiegt. Das ist unmöglich. Ah! Ha, das hast du nun davon, dass du so ein gieriger Teufelsbraten warst. Geht's euch allen gut? Ihr seid doch nicht verletzt. Uns geht's gut, dank dir, tapferer kleiner Son. Wir waren nur Avaritias Gefangene. Sie hat uns nicht wehgetan. Ihr habt uns gerettet. Wie kann ich euch nur dafür danken? Holde Maid, ein Lächeln ist mehr als Dank genug. Hier ist die Mamas Halskette. Ach, aber... Nein, sie ist kaputt. So kann ich die Papa nicht zurückbringen, sonst wird es noch trauriger. Noch trauriger. Ja. Aber nicht doch, du kleines Dummerchen. Halt dem Papa nie gesagt, dass der gute Wille zählt. Selbst wenn die Kette in 1000 Stücke gegangen wäre, wäre es trotzdem sein kleiner Held. So, es wird Zeit, dass wir Son und die anderen ins Dorf zurückbringen. Und zwar mit Stil. Kommt, ihr Lieben, eure Parade wartet auf euch. Lass die Zeit, mein Lieber. Wir werden eine Menge Spaß haben. Ciao, ciao. Ja. Wir holen uns nochmal alles hier raus. Lehre des Tristans, Geheimnis des Wassers. Ich versuche ein paar Seiten zu lesen, aber irgendwas sagt, ist noch nicht bereit dafür. Oh Mann. Lehre des Tristans, ne? Da ist nichts drinne. Hier ist auch nichts drinne. Gut, dann raus aus der Höhle. Und dann... Ausrüstung, kurz mal, kurz weg. Ich kann nicht damit laufen, das geht dann so auf den Sack. So, dann sind wir viel schneller unterwegs und... Ja, dann gehen wir jetzt zurück nach Mandala, um den Kleinen abzuliefern. Ja, das tun wir jetzt. Mal sehen, was dann passiert. Da muss ja was Tolles passieren, bevor... Naja, habe ich so ein Gefühl. Naja, eigentlich habe ich ein Gefühl, dass das Vater dem Kind scheißegal ist, so wie der sich verhält. Nun, mir kann es egal sein. Wir geben jetzt einfach das Kind ab und dann ist gut. Ach du, ja, ich sag schon Bescheid. Höher, höher, höher. Und dann das Haus hier gleich. Seid ihr einfach mal schätzen, wie könnt ihr wütend sein, wenn du doch gesunde Mutter zu ihnen zurückkehrst? Red einfach mal mit ihm, ich werde hinter dir stehen. Also gut, ich habe zwar Angst, aber ich werde es tun. Hallo Vater. Ich habe die Mamas Halskette aus dem Versteck der Bestie geholt, aber sie ist kaputt. Du hast was getan? Törichtes Kind. Du
Du hättest umkommen können. Was wäre denn aus mir geworden? Hm? Ohne dich? Du bist das Wichtigste, was ich habe. Aber du hast gesagt, Mamas Halskette wäre ich das Wichtigste, was du hast. Ja, aber ich habe das wirklich nicht so gemeint. Wie könnte ich das? Verstehst du denn nicht? Ich traute dem Monster nicht über den Weg, also habe ich gelogen, weil ich dich beschützen wollte. Wirklich? Ich dachte, ich bin dir egal. Es tut mir leid, du hast dir bestimmt solche Sorgen gemacht. Kaum zu glauben, dass alles nur Missverständnis war, wären er und sein Vater nur ehrlich miteinander gewesen. Ja, schön wär's. Wir sehen uns draußen, ja? Papa, das sind meine neuen Freunde. Sie haben alle gerettet. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ihr seid wahre Helden. Bei unserer ersten Begegnung, als ihr mich gerettet habt, da war ich auf der Suche nach Son. Aber ich musste so tun, als wäre er mir gleichgültig. Das Monster hätte zurückgekommen und meine Lüge durchschauen können. Ich hoffe, ihr versteht. Wo ist denn mein gefiederter Freund? Ich wollte mich bei ihm bedanken. Rionald ist plötzlich verschwunden. Wir sollten wohl nach ihm suchen. Der weint? Was ist los? Natürlich freue ich mich darüber, dass Sonne... Ach, komm, schnief. Ist der vor die Tür gegangen? Weil ich würde gerne nämlich für den nächsten Part noch leveln und ich möchte gerne vor die Tür gehen, ohne eine Cutscene zu triggern. Denn ich möchte nicht, dass sie offscreen kommt. Wisst ihr? Weil ich würde gerne erstmal ein bisschen Geld farmen, um wieder Ausrüstung auf den neuesten Stand. Wo ist er denn? Hey, wo ist denn Rionaldo? Ich habe ihn nicht gesehen. Ist er oben zu den Ruinen gegangen? Hier ist der Missionstyp und da ist der. Da ist er doch, glaube ich. Wären er und unser Vater nur ehrlich zueinander gewesen. Huch, du hast mich erschreckt. Wie lange stehst du schon da? Ach, egal. Es war schön, so uns Wiedersehen mit seinem Vater mit anzusehen, nicht? Leider gibt es auch jene, die nie mit ihrem Leben wieder ein Feind werden. Manche Brücken lassen sich nicht reparieren. Kann ich dir das fragen? Hagrimur ist... Er ist äußerst mächtig. Nicht mächtig genug, um unsere Welt zu zerstören. Du hast seine Macht selbst erlebt und doch willst du gegen ihn kämpfen, nicht wahr? Ja. Du bist ein waschechter Held, was? Weißt du, ich dachte, es würde mir reichen, durch die Welt zu reisen und die Menschen wieder zu Lächeln zu bringen. Aber was ist ein Lächeln schon wert, wenn der Fürst der Schatten es jederzeit auslöschen könnte? Ich will damit sagen, dass ich mein Glied der Parade verlasse und mit dir kommen werde. Es ist der einzige Weg. Aber es gibt da etwas, wobei ich zuerst deine Hilfe brauche. Ich habe kein Problem damit, wie mir von Hagrimur die Rübe einschlagen zu lassen, aber meine lieben Jungs kann ich das nicht zumuten. Also müssen sie an einen sicheren Ort bringen, wo jemand auf sie aufpassen kann. Den richtigen Ort und die richtige Person kenne ich schon, aber... Nun, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich fürchte mich vor dem Wiedersehen, also musst du mich begleiten. Das tust du doch, oder, mein Lieber? Ja, ist okay. Ach, vielen Dank, ich wusste, du würdest ja sagen. Dann berichte ich gleich meinen kleinen Legionären des Lächelns, wir treffen uns da vor dem Dorf, ja? Gut, dann schnell vor dem Dorf. Sonst Cutscene, weil ich würde gerne Rionaldo noch auch mit trainieren und so. Weil etwas Training kann nicht schaden und ich möchte jetzt halt nicht vor die Tür gehen und dann Cutscene haben. Es nervt. Das ist das Einzige, was nervt, das Spiel zu Let's Playen. Alles andere ist für mich völlig geil. Für mich ist das Spiel, wie bringt es mir so viel Spaß, wie noch am ersten Tag. Naja. Mal sehen, was uns jetzt da erwartet.
Mein Lieben, ich habe euch etwas zu verkünden. Meine Tage als Parademeister sind vorbei. Was? Oh nein! Aber habt keine Angst, ich lege nur eine Kurzpause an. Ich kehre zu euch zurück, sobald der Förster Schatten besiegt ist. Wir haben verstanden, Ryu. Dieser Hakrimo hat schon genug gleich Leute das Lächeln gestohlen. Jemand muss ihn aufhalten. Ja, zieh los und tu, was du tun musst, Ryu. Du wirst es uns natürlich sehr fehlen, aber wir werden es überleben. Und wenn es jemand mit diesem miesen Spielverderber zeigen kann, dann du. Genau, das Lächeln kehrt nie zurück. Und wenn ich es nicht tue, und ich lasse euch auch nicht hängen, ich werde mein Papi bitten, in Puerto Valo auf euch aufzupassen. Puerto Valo? Moment. Hat das auch nicht. Du kannst unmöglich Don Rodrigos. Du bist also endlich hinterkommen, was? Tja, du warst noch nie der schnellste Hendrik. Wie trollig. Also mein kleiner Vorkämpfer der Verknüpftheit, zeigen wir Puerto Valo, wie man feiert. Ich fasse es nicht, der Junge ist nicht wieder zu erkennen und er hat den Namen seines Vaters aufgegeben. Der Don Rodrigo muss kochen vor Wut. Entschuldigung, dass ich die Fassung verloren habe, das war doch ein ziemlicher Schock. Rionaldo ist kein Geringer als der Sohn und Erbe von Don Rodrigo, den edelsten und geachtetsten aller Ritter. Es wurde immer erwartet, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Aber die beiden hatten einen furchtbaren Streit und der Junge kehrte Puerto Valo den Rücken. Bis jetzt. Aber vielleicht hat die Situation auch ihr Gutes. Ich will Don Rodrigo schon seit einiger Zeit aufsuchen und ihn um Rat bitten. Also gut, nach Puerto Valo ist es nicht weit. Die Straße führt nach Norden, dann nach Osten. Komm, folgen wir der Parade. Haben wir ihn jetzt ein Team? Ne, haben wir nicht. Schade. Aber dann würde ich sagen, ich beende hier den Part. Wir gehen im nächsten Part dann nach Puerto Valo. Gucken, wo wir dann hin zu müssen. Nach Fragen und so. Vielleicht kriegen wir den Rionaldo wieder im Team. Mal sehen. Nun gut, der Part geht schon lange genug. Ich bin dankbar fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Dragon Quest Pilders. Haut rein. Tschüss.